Herzlich willkommen in Mittweida. In dieser Woche beginnt für 140 Studierende das Studium in Mittweida. Die meisten von ihnen starten in Vollzeit oder berufsbegleitend an der Fakultät Soziale Arbeit. Darüber hinaus werden auch Studierende anderer Fakultäten in den Masterstudiengängen immatrikuliert. Mit der feierlichen Immatrikulation zeigen die Hochschule und die Hochschulstadt Mittweida, dass die Einschreibung mehr als ein Verwaltungsakt ist. Rektor Ludwig Hilmer, Mittweidas Beigeordneter Holger Müller und Gordon Guido Oswald vom Studentenrat begrüßen die Erstis an diesem Tag. Die Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit, Professor Gudrun Ehlert, stimmt ihre neuen Studierenden mit einem Vortrag ein. Damit verdeutlicht sie, was es heißt, soziale Arbeit zu studieren. Professor Uwe Mahn, Dekan der Fakultät Ingenieurwissenschaften, wendet sich in seiner Rede an die neuen Masterstudierenden. Für die neuen Studierenden stehen im Anschluss noch einführende fachspezifische Veranstaltungen im Zentrum für Medien und soziale Arbeit an und es gibt die Möglichkeit, mit Kommilitonen und Professoren ins Gespräch zu kommen.